Dann habe ich gesagt, komm, fährst du nackt, das sind 25 Kilometer, das ist ja nicht so viel verlangt. Da habe ich mit dem Handtuch grob um die Hüften, damals ging das noch grob um die Hüften gehalten, bin zum Auto gehumpelt, weinend auch. Dann habe ich das Auto geöffnet, wie wir das damals immer gemacht haben im Sommer, die Tür aufreißen und 10 Meter wegspringen, damit die Ober- und Unterhitze entweichen kann. Dann habe ich damit unter Schmerzen gestanden, die Tränen liefen mir runter, weil ich wusste, gleich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nackt auf die heißen Kunstleder sitze. Das ist einfach normal. Dann bin ich da, ist auch egal, ich bin da rein. Klatschen Sie nicht, ich muss mich konzentrieren. Ich bin da rein. Niemand ist gespannter als ich, wie das endet. Ich bin da rein. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt anschnallen.